diesen zweiten Lapsus wird der Imperator nicht mehr tolerieren. Zu Hause wartet der sichere Tod auf Miss. Doch vorher werde ich ihr dafür büßen, ey. Da war gerade wieder die Lache. Okay. Dein Kampf. Ich kann nur angreifen. Oh Gott. Oh, Josef. Oh. Josef, was hast du da auf einmal für Antabolika bekommen? Auf Steroide auf einmal, der Josef. Ja, natürlich kann man den Grafiknutz gehen. Ich bin ohnehin dem Tode geweiht. Doch glaubt ja nicht, dass ihr gewonnen hättet. Vorsorglich wie ich bin, habe ich eine kleine Falle für euch angebracht. Betrachtet es als mein Geschenk an euch. Hä? Was meint er denn für eine Falle? Wir werden uns bald wiedersehen. In der Hölle. Huah! Todunfall. Hashtag. Oh nein! Oh Gott! Diese miese Ratte. Der ist auf Anabolika. Los, verschwindet! Du mitkomm! Meine Kräfte verlassen mich. Geht! Nein, hoffentlich stirbt er nicht. Viel Glück, Freunde. Verzeih mir, Nelly, seine Tochter. Nicht dein Ernst, stirbt er jetzt oder was? Yep. Josef! Nein! Nein! Ja, und halt bei Final Fantasy ist es so halt, wenn die sterben, dann verschwinden die praktisch so. Ja, das ist dieses Oldschool-Blinken für Sterben. Ja. Und, ja. Nein! Josef ist tot. Wieso lässt du mich hier zuschauen bei sowas? Knallhart das Game, ey. Knallhart. Ich fand ihn gerade so sympathisch. Jetzt muss ich wieder. Nee, Guy ist mir zu. Er ist mir zu. Keine Ahnung. Stumpf. Zu stumpf, zu flach. Das passt am besten zu ihm. Ja, okay. Ich glaube, jetzt gehen wir nochmal kurz zur Königin. Zeigen ihr mal der Fackel. Und dann müssen wir ins andere Königreich fliegen. Also es gibt hier auf diesem Kontinent so einen Typ, der heißt Cid. Cid ist auch halt ein bekannter Final Fantasy Name, er kommt fast in jedem Final Fantasy vor. Ich glaube im ersten ist, aber sonst in jedem Final Fantasy kommt der Name Cid vor. Mhm. Und er hat halt ein Luftschiff, ne, und der kann uns dahin transportieren, für ein bisschen Geld. Da müssen wir halt ins Königreich Gashin oder so, heißt das. Und da müssen wir halt mit der Glocke, müssen wir halt ein Tor öffnen. Wo wir dann das Feuer bekommen können. Das wir halt für den Zerstörer brauchen. Darf ich hier mal kurz ein bisschen Twitch-Style machen? Ja, klar. Danke, Nasir Santiago, fürs Subscriben. An der Stelle. Okay. Vielleicht sieht er das ja. Ich grüße das, Nasir. Das war's schon. Okay, jetzt sind wir wieder am Wald angekommen. Ja. Also, naja, jetzt kennen wir uns einfach hier wieder durch. Wir sind dann irgendwann in dieser Stadt. Dieser hier. Halt. Winterstadt? Naja. Bergdorf. Genau, Bergdorf kann man dazu sagen. Wir werden kurz einmal schlafen gehen. Werden dann kurz mit zwei Leuten reden. Einmal mit der Nelly. Weil, naja, ihr Papi ist tot. Und dann halt einmal noch so mit der Frau, die ist immer irgendwie vorm Haus von Josef. Und die sagt immer so, ach, ich bin so verliebt in ihn. Einfach mal so mal mit denen reden halt. Und so sagen so, yo, Josef ist, naja, eine Flunder. Ja. Er wurde geflundert. Ja. Er wurde gedünstet. Aber war schon sehr heldenhaft von ihm. Also,
Pluspunkte für ihn. Und vielleicht sehen wir ihn wieder. Vielleicht. Na, jetzt hast du es doch schon gespoilert. Nee, vielleicht, sage ich. Okay. So, jetzt haben wir uns geheilt. Dann reden wir einmal mal... Oh, die ist weg. Oh, die ist drinne. Ja, so, wo der Josef weg ist. Mein Josef, wie konnte das nur passieren? Seid unbesorgt. Ich werde mich um Nelly kümmern. Josef würde sicher wollen, dass ich sie nie, dass sie in meine Obhut nehme. Okay. Vater, kommt also nicht wieder heim? Nee, nicht heute. Oder später auch nicht so. Papa ist Zigaretten holen gegangen. Oh nein. Es ist immer noch so traurig. Der arme Josef. War aber schon ein schöner Moment, fand ich. Hm? Also da kann man schon sehen, dass man so Storyline-mäßig Fortschritte macht zu Final Fantasy 1. Ja. Das auf jeden Fall. Und das war auch zugleich der erste Tod in Final Fantasy, wo ein Partymitglied gestorben ist. Ach ja, das war der erste. Er war halt vorübergehend nur in der Party, ne? Also er war nicht dauerhaft drinne, ne? Aber er war halt in unserer Party drinne. Also, du hast praktisch auch alles jetzt von Josef erlebt. Also, wo wir angefangen haben, da hab ich ihn gerade frisch bekommen. Okay, also hatten wir dieselben Emotionen. Ja, wir haben... Also die Zuschauer und ich konnten ihn noch ein bisschen nur, aber ja. So sehen wir das Gleiche war's. Wir gehen auch mal hier mit dem Kanu. Können wir ein bisschen hier lang schippern? Dann bekommen wir auch keine Zufallskämpfe. Bin ich hier richtig? Scheiße. Hast du keine Map oder so? Ah, okay, der Trick hier geht auch. Die Map sagt mir gerade gar nichts, ne? Also es gibt hier einen kleinen Trick, wenn man... Warte mal. Wasserfall? Okay. Wo bin ich? Hä? Warte mal. Der Amagi ist sehr, sehr verwirrt. Der Amagi ist sehr, sehr verwirrt. Ja. Genau, ich wollte dem Amagi hier mal eine Frage stellen. Wie kamst du denn auf deinen Namen? Oh. Nao Amagi. Das ist eine... Ja, das hat eine Bedeutung. Das kommt aus den Französischen und aus den Japanischen. Der Nao, das ist im Französischen, ist sowas wie ein Roboter, kann man sagen. Mhm. Und Amagi bedeutet, also ist ein japanisches Wort und bedeutet Meinungsfreiheit. Und wenn man das so miteinander kombiniert, dann ist er, dann arbeitet es so auf Computerebene, hab's auch so eine Meinungsfreiheit als Let's Player. Mhm. Interessant. Also so halt so eine Bedeutung halt sein. Und dann ist total verirrt, ey. Bin ich nur falsch abgebogen, ey? Was ist da oben? Geht einfach mal da lang. Ich will auch eigentlich hier was finden. Ich wollte was hier finden, aber hab's leider da nicht so gefunden. Nämlich einen ganz bestimmten. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, du musst deine Maus mal vom Desktop nehmen. Beziehungsweise vom Bild. Oder nee, nimmst du die jetzt nicht auf? Die nimmt man nicht auf, nee. Ach so. Gott sei Dank nicht. Also ich glaube, ich hab's einmal aufgenommen, ganz, ganz früher, einmal. Da bist du aber den Hexen ist da reingemacht. Sonst, naja, das kannst du das ein bisschen wegmachen. Nee, das kannst du nicht. Hast du so 3-4 Pixel mehr zum Genießen? Ich meinte nur wegen der Aufnahme. Ja, klar, ich weiß.
Gehen wir nochmal lang, weil es so schön ist? Ich hasse aber diese Irrwege hier. Und die Gegnererscheinungen sind hier auch noch sehr hoch, aber sind wesentlich geringer als in Final Fantasy 1. Ja, sonderlich fällt es